So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute mal wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Wir steigen nämlich heute auf zu beste Freunde mit einer ganz besonderen Person. Wer das ist, das seht ihr dann später. Jetzt stehen wir hier, gleich legendäre Raid-Stunde. Kobalium ist ja immer noch dabei. Wir wieder mal an der Brücke der Technik, der Ex-Raid-Arena, wo schon seit 2 Wochen kein Pass mehr abgeworfen wird. Warum auch immer, was war da denn los? Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was mit unserer Arena los ist. Jetzt hauen wir aber erstmal ein Glücksei ein, bevor wir das vergessen. Wir steigen nämlich insgesamt, glaube ich, mit 3 Leuten auf sogar. Das lohnt sich ja sogar mal. Und der Ramses natürlich hat wieder mal eine kurze Hose an. Vielleicht sieht man's. Denn letztens hat einer unter einem Video geschrieben, hey, der Ramses hat eine lange Hose. Was gar nicht stimmt, da standen wir auch an der Brücke, haben den Gala Smog Mog Raid gemacht. Und da hatte ich auch dieselbe Hose an, weil ich habe ja nur eine kurze Hose. Dann hat er einfach geschrieben, ich habe eine lange Hose. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Vor allem, weil ich ja vorher in dem C-Day den ganzen Tag mit dem kurzen Ding rumgerannt bin. Jetzt warten wir noch 20 Sekunden, dann geht das auf. Leider ist es schon sehr dunkel. Ich wollte das eigentlich im Auto machen, aber im Auto ist es noch dunkler als hier draußen. Mit Licht natürlich. Ich bin ja, na, ist ja, und deswegen. Jetzt bimmelt es. Und der Raid hängt hinterher. Der braucht nämlich immer noch 7 Sekunden, bis er aufgeht. Wir machen dann mal Kobalium, steigen auf, gucken dann mal, wer die besondere Person ist. Zack. Und vor allem, ob wir diesmal eine X-Raid-Einladung kriegen für die Brücke der Technik. Es müssten also alle da sein. Also können wir auch direkt rein. Täglicher Pass. Kobalium braucht man ja nicht, da reicht's, wenn man jeden Tag 1 macht. Wir stellen euch ab, knüppeln drauf und sehen uns später. Der Fokus ist richtig on point. Okay, sieht sehr interessant aus. Der Fokus hat sich mal richtig verstellt. Man sieht einfach überhaupt nichts mehr. Richtiges Horror-Grusel-Feeling auf jeden Fall oder Ambiente, wie auch immer. Jetzt stehen wir aber hier, jetzt haben wir alles verpasst. Ein Sonderbonbon, richtig genial, deswegen müsst ihr auch mehr Dreier-Raids machen. Wir gucken mal kurz. 16,90, das ist schlecht natürlich. Wenn es über 17 hätte, das wäre genial. Wäre da geboostet irgendwas mit 21 irgendwas. Aber auf jeden Fall kein Shiny, wieder extrem hier gerade, Shiny. Immer diese lustigen Menschen, die immer Shiny rufen. Ne? 16,90. Das fangen wir jetzt erstmal, dann stellen wir euch wieder aufs Auto, dass wir wieder mal nichts sehen. Gucken wir, ob das drin bleibt. So ein Quatsch. Nein! So, wir huschen mal schnell wieder hier hoch.
zweiter Ball drin und der Fokus muss sich wieder einstellen. Wir bewerten es auch gleich mal. Eigentlich können wir es auch direkt wegschmeißen. Ist nämlich eh schlecht. Wir gucken jetzt mal bei den Levelaufstiegen. Bier Benny 30, beste Freunde. Wir gehen mal kurz rüber zum Bier Benny. Der steht nämlich dort, den seht ihr eh nicht, weil es dunkel ist. Denn ich habe ja angekündigt, wir steigen heute mit einer ganz besonderen Person auf. Hier, sag mal kurz Hallo. Hallo. Man sieht dich ja eh nicht. Seht ihr den Bart? Den meine ich aber gar nicht. Deswegen laufen wir wieder weg. Na, das haben wir natürlich abgesprochen. Da drüben im Auto sitzt nämlich noch jemand. Mit dem steigen wir vielleicht auch auf, wenn alles geklappt hat. Junge, zeig doch nicht den Fünfer. Oh, zeig doch nicht den Einer. Ha, wo ist er? Da kommt gar nichts mehr. Wo ist er denn? Bruder, was los? Ach, der war gar nicht bei mir, der war doch bei ihm. Mensch, jetzt warte ich hier auf den Gefer, mit dem bin ich noch sehr weit entfernt von beste Freunde. Nein, wir zeigen euch aber jetzt, um wen es eigentlich geht. Dazu müssen wir mal hier rein, auf die Freunde, geben mal ein. CR, sehen hier schon, Krypto Saphir. Wir gucken uns mal an hier, ein Geschenk. Nehmen das Geschenk an und ihr seht schon, beim Buddy, wenn ihr den Namen seht, der kommt aus der Basel, aus der Schweiz, Basel, Schweiz. Jetzt der Aufstieg zu beste Freunde und das ist mein krassester Zuschauer. Ihr seht schon den Buddy auf die Dicken und nicht nur auf die Dicken, der hat so oft einfach seine Buddies drin und benennt die einfach in Ramses YouTube, Ramses Herzchen, Ramses und Iswo, auf die Dicken, danke Ramses, hin und her. Der macht auf jeden Fall, weiß ich nicht, der ist so aktiv auf jeden Fall. Es hat so viel Spaß gemacht, mit dem auch zu leveln, den Aufstieg zu machen. Das ist auch einer der wenigen besten Freunde, die ich jetzt hier behalten werde, von den Leuten, die jetzt nicht hier aus der Umgebung sind. Normalerweise behalte ich ja nur die Leute aus der Umgebung, mit denen ich viel unterwegs bin, an Community Days und bei Raids und sonst was. Und Leute, mit denen ich jetzt nichts zu tun habe über YouTube, Facebook, die mich da adden, die werden dann wieder gelöscht. Weil wenn man da Glücksfreund ist, weiß man ja eh nicht, wer die sind, kann sich nicht absprechen und nichts machen. Aber der Krypto Saphir, Gabriel heißt er, glaube ich, den werden wir natürlich in der Liste lassen. Der bekommt einen Ehrenplatz. Hier müsste jetzt der Aufstieg kommen. Krypto Saphir und du seid jetzt beste Freunde. Es tut mir leid, dass das Video so dunkel ist, aber dagegen kann ich nun mal nichts machen. Beste Freunde, Krypto Saphir, Grüße gehen raus, wenn du das siehst, hat Spaß gemacht. Wir könnten uns theoretisch entfreunden, warten, bis der Freundschaftslevel komplett erloschen ist und neu leveln, wenn du das möchtest. Wir können aber auch weiterhin jeden Tag eine Interaktion starten und gucken, ob wir Glücksfreunde werden und dann irgendwas regeln mit einem Glückstausch. Das wäre auf jeden Fall auch eine Option. Sind also gar nicht drei gewesen, sind nur zwei gewesen, aber egal. Nehmen wir trotzdem so mit und bin froh, Bier Benny auch. Da wird sicherlich auch demnächst mal ein Glücksfreund kommen. Der hat ja schon gleich gefragt, was wollen wir heute Abend tauschen, ne? Weil er dachte, wenn du Level 4 bist, bist du automatisch Glücksfreund, kannst dann traden, aber gut. Der hat wahrscheinlich sonst keine Freunde, ne? Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Ihr seht, wie immer nur ein Raid in der legendären Raid-Stunde, ein Cobalium-Raid an der X-Raid-Arena. Das Ding ist eh nicht so krass, da kann man sich Zeit lassen, jeden Tag ein. Und irgendwann kommt es ja zurück auch als Shiny, da könnt ihr dann vielleicht mehr machen. Und wir hoffen, dass das natürlich jetzt einen X-Raid mal auslöst, weil bevorzugt immer an der Brücke geradet wird. Habt ihr einen Cobalium-Raid gemacht? Wie viele Cobalium-Raids habt ihr heute gemacht natürlich? Und was ist euer bestes Cobalium? Schreibt's mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns, Alter, einfach fabelhaft mit dem Daumen gezogen und gleich noch die Aufgabe mit den drei großartigen Würfen erledigt. So muss es sein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.